Und willkommen zu einem weiteren Part Red Dead Redemption 2. Nein. Assassin's Creed Originals. Aus dem Weg! Ja, ist ja gut. Wir sind jetzt fast bei Level 44. Und wenn ich das Upgrade mache, will ich euch natürlich mitnehmen. Wir sind jetzt komplett woanders da. Ich kann es dir mal zeigen auf der Karte. Weil ich habe gerade eben versucht, die Trophäe zu verdienen, alle Weltmeer, also alle Orte der Welt offengelegt. Und da haben wir die zwei noch gefehlt. Und hier hinten die Quest ziehen. Da bin ich, als ich hier hinten zu dem Fragezeichen hier wollte, auf Schiff gegangen, bin hier rausgeschippert und hab dann gesehen, hey, warum geht es noch nicht? Und dann die beiden hier noch freigeschaltet. Und jetzt reiten wir mal zur nächsten Stadt und gucken, ob wir da schon dann... dann Level up werden. Oh. Ein Außenposten ist hier auf jeden Fall. Wollen wir den gerade schnell machen? Unter unserem Level, aber trotzdem ist das jetzt eine Herausforderung. Da ist sogar ein Krokodil gefangen, ein Nilpferd. Das kann man natürlich irgendwie befreien. Merkst du es nicht? Ja! Ich bin getötet. Das war jetzt reines Glück. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Cool, aber oh, da kommt einer. Da oben. Oh, das sind immer die bösesten Kills. Oh, scheiße! Diese Kills einfach. So abnormal. Vielleicht habe ich das Gefühl, eine Level up. Schätze müssen wir natürlich auch suchen. Nicht vergessen. Oh, wir können uns sehen. Was? Ganz knapp. Boah, Digga. Wer schießt da? Dann sind wir da. Hey, zu mir, Brüder.
nicht verstecke. Ja, jetzt haben wir ein kleines Problem, weil der alarmiert wurde. Oh, ich liebe dieses Auto. Ich muss mich freuen einfach. Ich warte. Nein! Scheiße, er hat mich gesehen! Das ist doch klüger als ich dachte. Hab ich dich! Oh, er hat sogar Feuerpfeile, Alter, Respekt! Ich bin deine eigene Bude an. Auf, komm, wir raschen jetzt hier durch, ich hab keinen Bock mehr. Wir haben ein Level ab. Du hättest nicht herkommen sollen! Oh, der ist stark. Der ist stark, der Gegner. Oh, 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 oh. Gucken wir erstmal mal mit der Eule. Also hier ist auch ein Schatz, das ist ganz gut. Hier schläft jemand, da gucken wir jetzt als nächstes. Hier schläft auch jemand. Oder die schlafen ja alle, das ist ja gut. Hab ich nicht erkannt. Ah ne, das war hier am Eingang, genau. Okay, dann kümmere ich mich jetzt als nächstes um den da. Ich spiele auch gleich, wenn ihr eine Frage habt. Boah, Gott, da hat er mich halt nicht gesehen, Alter. Oh, das hätte jetzt böse enden können. Spiel auch gleich. Nein, du hast mich nicht mehr weg. Soll ich mal Level up werden? Hallo? Wie denn braucht denn das? Aua. Okay, da schläft nun mal ein Boss. Aber hier ist wohl noch eine Kiste gewesen, gell? Ja, die nehmen wir natürlich mit, also. Der Bauer sagt einfach ganz Ehrenbauer. Hier schläft nur einer, den holen wir uns jetzt erstmal. Oh, es sieht so aus, als würde er bald aufwachen, aber. Wir kriegen ihn noch bevor er aufwacht. Ich habe nur noch zwei. Nee, 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 den gefallen tue ich dir nicht. Aber Level Up kommt aber auch nicht, oder? Das ist voll komisch. Ich spiele dann auch hier offline weiter, glaube ich. Kommt das Level ab, jawohl. Okay, gucken wir jetzt, bevor wir die Mission beenden. Fähigkeiten. Oh, drücke R, um den Gegner mit einer höchsten Aktion, um die Waffe des Gegners in einen Zelt zu werfen. Ist auch cool. Immer voll gefüllt, ist natürlich auch cool. Aber irgendwas war was, wofür wir Träger gebraucht haben. Das brauchen wir zwei, ist auch cool. Zwei brauchen wir dafür, zwei brauchen wir dafür. Mit einem heimlichen Kill mit dem Bogen geht 3 Sekunden Zeit, die du aktivierst, solange du weiter mit dem Bogen ziehst. Ich glaube, das
Also, nee, es kommt, wir haben doch jetzt drei, oder? Ja. Wenn du in der Luft mit dem Bogen ziehst, wirst du die Zeit lang. Das ist auch cool mit der Zeitlupe hier. Und der Wasser wäre natürlich auch cool. Was haben wir hier noch? Ich glaube, ich mache aber das da. Bogenraserei. Nachdem du einen heimlichen Kill mit dem Bogen. Nach einem heimlichen Kill mit deinem Bogen wird für 3 Sekunden die Zeitlupe aktiviert, solange du weiter mit dem Bogen zielst. Und alle Fähigkeitspunkte sind weg. Was haben wir hier jetzt freigeschaltet? Achso, das haben wir schon die ganze Zeit. Okay, dann geht jetzt Quinten weiter. Wir haben nämlich noch einen Schatz und einen Kommandanten. Okay, da oben könnt ihr uns sehen. Oh oh. So, die Leiche hier entdeckt, aber das ist vielleicht ein Vorteil für uns. Weil jetzt nicht mehr auf uns achten. Was? Ach ne. Du hast nichts gesehen. Jawoll. Da ist auch der nächste Schatz. Oh, das ist auch ganz gut. Ort erledigt. Jetzt sieht er gleich die Leiche bestimmt, oder er geht woanders hin. Oder er geht einfach vorbei. Bestimmt geht er einfach. Der geht einfach tatsächlich woanders hin. Also drei, die will ich jetzt nicht ärgern. Jetzt scheißegal, wenn ich die nicht sehe. Die Zeit wird nicht das. Dann machen wir auch eine Basis komplett. Egal. Erstmal. Mal die anderen hier ausschalten. Was haben wir denn? Wen haben wir denn hier noch? Also hier stehen noch. Okay, da müssen wir reinrennen. Die hätten natürlich Holz anzubieten. Erleichtert sich. Wie geil! Der erleichtert sich. Also er geht pissen, aber. Im Videospiel habe ich das auch noch nie erlebt. Okay, die wir holen. Bildet eine Mauer! Wir holen sie jetzt einfach. Hey! Bleib hier! Wir haben den Abatas erwischt! Schnell! Den können wir uns noch holen. Nein, der ist ja erleichtert. Dabei haben wir den Außenposten hier erledigt. Komplett. Der ist natürlich jetzt ganz da hinten. Ah, den holen wir uns auch noch. Ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt, dass ich keinen Speicherplatz mehr auf der PS4 habe. Ja, aber egal, wir holen uns den trotzdem noch. Die Leiche sogar weg. Das tut mir jetzt schon ein bisschen leid, dass er jetzt die Leiche wegkriegt und dann. Ey, es tut mir jetzt wirklich schon ein bisschen leid, weil wir finden dann nur das richtig traurig halt. Aber gut. Also den Außenposten hier haben wir auch erledigt. Ich weiß nicht, ich glaube hier hinten gibt es nicht so viel. Ich glaube, ich spiele das Level jetzt ein bisschen weiter. Ich mache auf jeden Fall noch ein Video dazu. Ich bin 1, hab Fun. Das war jetzt ein etwas kürzerer Video. Ich kann ja im Video einfach so nennen, wie dieser Außenposten hier heißt. Ja, Außenposten heißt wie. Servites Außenposten. Rache an. Okay, hier ist noch ein Schiff, was wir machen könnten. Hier ist Pitarias. Also 38, den könnten wir eigentlich auch weghauen.
Was ist denn das hier? Das ist ja was Besonderes. Oh, wie cute. Ja, wir gehen jetzt hier hin, würde ich sagen. Wow. Jetzt sieht es nicht mehr so grün aus wie am Anfang. So eine Art Außenposten zu sein. Egal, wir wurden entdeckt. Dann stoppen wir ihn schnell. Endlich, kämpfst du seit 5 Sekunden, aber egal. Wen kämpfst du da? Verschaff mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Tut mir leid, dass du auch da musst. Du musst deinen Schatz suchen. Schatz ist wichtiger als euer Leben. Den hier, den machen wir natürlich auch gleich. Wer hat dich umgebracht? Wer hat dich umgebracht? Wir gucken mal nach. Ah, was haben wir denn hier? Mexican Boy LP. Also, wollte ich gar nicht. Ja, hallo, hier Mexican LP. Okay, du, das sind die leichtesten. Immer mal jetzt jemanden schon. Ja, lol. Da schläft noch. Oh, da schlafen noch welche. Ja gut, das war jetzt die Quest. Nein, ich bin mal eins. Wir gucken jetzt noch schnell hier nach dem Schatz. Ich hole mal aus dem Adler raus. Da ist auch der Schatz und dann beende ich den Part. Ich bin mir eins. Wir holen den Schatz noch. Gucken, was es ist. Ein Jagdbogen. Ich bin mir eins. Hat Fun.